herzlich willkommen bei Ochis Dschungelcamp. Ochis Dschungelcamp ist zu Ende. Die Krönung zum Dschungelkönig steht an. Wie es Bauchi nun geht, was er aus dem Projekt mitgenommen hat, wie geht es weiter und how much is the fish? All das erfährt ihr jetzt bei der Dschungelkönig-Krönung von Bauchis Dschungelcamp. Kannst du nicht Streuselkuchen fährt? Wie heißt das? Streuselkuchen fährt? Was? Irgendein Pferd. Honigkuchen fährt, das war's. Zeig mal den König. Was? Was? Noch mehr zu. So würde ich porträtieren das. Kannst du ja was machen? Ja. Jetzt machst du einen Zwinker rein, das lustig. Bitte ruft für mich an. 0815 47 11 1. Ja, Bauchi. Das Dschungelcamp ist vorbei. Der König ist gekürt. Nach dem Dschungelcamp ist vor dem Dschungelcamp. Genau. Wie geht's dir? Gut. Das hat Spaß gemacht. Ich habe das sehr genossen, nochmal im Wald zu sein. Ich bin mir auch sicher, ich werde nicht 11 Jahre warten, bis ich das nochmal mache. Ja, und jetzt bin ich König, also nicht, dass es vorher nicht schon gewesen war, aber jetzt bin ich auch Dschungelkönig. Und das gefällt mir natürlich sehr gut. In der Zwischenzeit haben wir eine eigene Sekte da draus geholt und einen Tempel und ja, es hat sich gelohnt. König ist ja jetzt nicht ein Konzept aus dem Dschungel, das hast du ja schon vor ein paar Jahren entwickelt. Was ist ein König, was ist ein Dschungelkönig? Also der König ist eigentlich vor allen Dingen Herr über sich selbst und niemand anderen. Das hat sich bei mir eigentlich schon 2010 entwickelt, als es auf irgendeiner Demo in Berlin fürs Grundeinkommen diese Krönchen von der Krönungswelle gab und ich da die dann auch in die Hand bekommen habe und diesem Krönchen innen drin ein Zitat von dem Thomas Sennhauser stand: Wer König von sich selbst ist, braucht nicht König von jemand anderem zu sein. Und das fand ich sehr, sehr bemerkenswert und dem habe ich eigentlich so mein Leben gewidmet. Das hat zwar 3 Tage gedauert, bis ich gecheckt habe, was das bedeutet, aber danach wurde ich zum König. Und dann habe ich auch erstmal als Leo Urlauber Videos gemacht, wo ich in meinem Intro wirklich auch dieses Krönchen anhatte und meinen Hermelin und mein Zepter, wenn sich da jemand dran erinnern kann. Das war so ein rosa, dicker Doppeldildo, ich habe den Leuten vor der Nase rumgewedelt habe. Jetzt habe ich ein mächtiges Zepter, das ist steif und groß. Das liegt viel besser in der Hand auch. Und das ehrt mich natürlich sehr, hier der Dschungelkönig jetzt auch zu sein. Und und das ist eigentlich auch so eine Dschungelprüfung, die haben wir uns gedacht, ne, irgendwie über die Sendung hinaus jeder für sich dann auch noch übernehmen kann, so gut er kann, sein eigener Dschungelkönig zu sein im Dschungel des Lebens, wo es so gefährlich ist und so. Das ist ein Jahr wirklich, das Leben ist eigentlich die tödlichste Gefahr überhaupt. Und wenn man der begegnen kann mit erhobenem Haupt und Herr über sich selbst und niemand anderen, dann ist eigentlich das Leben auch direkt viel lebenswerter. Ja, kurze Schleichwerbung. Wir blenden jetzt einfach dein Buch an. Ja, in diesem Buch habe ich etwas mehr darüber geschrieben, was es bedeutet, ein König zu sein oder eine König. Und wen das interessiert und wer diese Dschungelprüfung machen will, der kann sich ja gerne einfach dieses Buch mal anschauen und findet es wie alle meine Bücher auf der les2020.de. PDF ist kostenlos. Und die Printversion kann man käuflich erwerben.
Weichleichen. Tutu. Das ist der langsamste Zug, der hier heute vorbeigefahren ist. Ja, das ist, weil du jetzt auf eine Reise gehst. Weil ich jetzt auf Sendung bin und die mich hier zanken wollen. So sieht's aus. Genau. Nee, weil das so, weil die haben gedacht, sie kommen auch in die Sendung, aber die wussten nicht, dass die Kamera in diese Richtung zeigt. Aber ihr habt es geschafft, alles zu ruinieren. Danke. Cool. Aber ein guter Hinweis, die Reise geht weiter. Die Reise geht weiter. Was nimmst du mit auf die Reise vom Dschungel? Definitiv viele wunderschöne Erinnerungen, sehr, sehr viele Inspirationen. Auch eben den Krieg, den... Wir lassen den anderen Zug erstmal auch noch vorbeifahren. Das machen die doch mit Absicht. Mhm. Die fahren doch mit Absicht hier vorbei. Ja, der König muss ja auch gesehen werden. Der König muss gesehen werden, der König will mitunter auch gesehen werden und manchmal will der König überhaupt gar nicht gesehen werden. Dann geht ihm alles auf den Sack und dann hat der König auch die Möglichkeit zu sagen, man bringe mir eine Tür, ich möchte gehen. Eine Wohnmobiltür. Eine Wohnmobiltür. Ist eher am Weg. Ist eher am Weg. Heute. Heute. Nächste Info bekommen. Ja. Schön. Ja, da tut sich halt was und meine Reise hat ja eigentlich schon vor ein paar Monaten begonnen, als ich mich dann in Richtung Hamburg erst aufgemacht habe, um dann von da aus nach Österreich, also ein kleiner Umweg. Aber halt eben ein lohnender auf jeden Fall, ne? Und dann aber auch quasi hierher zu kommen, um mich mit Melli zu treffen, um mit Melli zusammen halt auf Reise zu gehen. Und das hat sich jetzt alles ein kleines bisschen nach hinten verschoben, aber nicht aufgehoben. Und jetzt scheint das langsam Form anzunehmen. Und jetzt sind wir zwei schon mal einfach so auf Reise. Wir empfinden uns einfach schon mal so und tun, was wir können, damit wir auch unabhängig davon, ob wir ein Wohnmobil haben oder nicht, trotzdem halt eben das machen können, wo wir Bock drauf haben. Gut, jetzt steht dann eh Niederösterreich an. Ja. 12x12 ist nächste Woche. Also der Flow fließt dir. Ja. Das war jetzt so zwei Wochen Dschungelcamp. Jetzt hier. Bald Niederösterreich. Ja. Genau. Es fließt, man muss nur annehmen, was kommt und nicht immer Erwartungen haben. Ja, genau. Das ist halt eben explizit das Leben im Flow. Nämlich mit dem zu arbeiten, was der Tag einem bringt, was man zur Verfügung hat. Wodurch möglichst wenig Zeit übrig bleibt, sich darüber Gedanken zu machen, was man gerade könnte, wenn man andere Sachen hätte, die aber gerade nicht verfügbar sind, folglich halt auch eben einfach gerade keine Option sind. Und zum Abschluss, was ist das größte Ereignis, das du mitnimmst aus Bachis Dschungelcamp? Ja. Musik. Musik? Weil du gerade so reingeschaut hast. Achso, ich überlege gerade, auf was du auf was Bestimmtes hinaus willst oder ob das wirklich. Ah, okay. Das größte Ereignis oder das größte, das was ich eigentlich so im Sack habe, ist vor allen Dingen mal wieder so diese Naturverbundenheit einfach eine Weile genossen haben zu können. Dem Wald meinen Respekt gezollt zu haben, mich dadurch mit Mama Erde einfach nochmal wieder viel intensiver verbinden zu können. Das sind alles so Erlebnisse, von denen wir wissen, dass wir sie im Wald bekommen. Aber ob man die sich dann auch holt und die Zeit nimmt, auch mal 3 Wochen gegebenenfalls, um das mal alles auf sich wirken zu lassen. Und das ist definitiv eine andere Wirkung, als wenn man mal 3 Stunden da ist. Und wenn man halt auch mal 3 Wochen im Wald geschlafen hat, das ist auch immer noch was anderes, als wenn man jeden Tag im Wald spazieren geht. Ich glaube, das ist das, was mich so am meisten noch wieder bewegt und aufgebaut hat und mir Energie gegeben hat. Ja, und zum Abschluss gibt es eine letzte externe Dschungelprüfung. Ja, wie gesagt, seid König. So gut ihr nur könnt. Wenn ihr Anleitungen braucht, findet ihr die in meinem Buch.
Aber ansonsten kann man die vor allen Dingen finden, indem man sich mit anderen Leuten austauscht. Werbung Ende. Aber es auf jeden Fall in meinem Buch stehen auf jeden Fall auch so. Ich empfehle das Buch König ich von auch. Jesus Urlauber Bauchi, der jetzt Dschungelkönig ist. Ich empfehle es auch, weil ich auch drin bin. Ja, Voll cool. Im zweiten Teil ist übrigens ein Sequel zu 2020 zu finden, für die, die das alle noch nicht wussten, dass es schon eine zweite Geschichte gibt, in denen halt eben in der vor allen Dingen Samira die Hauptrolle spielt aus 2020 und auch unter anderem halt eben die Melli trifft. Ja, ja. Mit Was mit da passiert, Tamara, das erfährt ihr im Buch. Genau, das erfahrt ihr im Buch, wenn ihr, also König von Jesus Urlauber, Bauchi. Ja, danke Bauchi, dass du diese Reise auf dich genommen hast. Ja, danke, dass sie euch so interessiert hat. Das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht und das fand ich sehr schön. Namaste. Namaste, namaste. Ubuntu. Externe Dschungelprüfung. Wir gehen gerade spazieren und ich komme irgendwie mal nicht an dem Müll vorbei. Immer noch der Typ, der die Welt verbessern will. Scheint für einige Leute einfach zu schwer zu sein. Sag das auch nochmal. Mein Lockenstab für die Dauerwelle. Flotologie. Band 2 von 1 mit Arim. Demnächst in 1-2 Monaten. Ja, wenn es fertig ist. Zeigen wir es euch. Ich hab noch einen Schiffstrang.